Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar sind wir heute bei den Mercedes-Benz Driving Events in Schweden auf einem zugefrorenen See. Das hier ist normalerweise ein Paradies. Und das, was wir dieses Jahr im Winter darauf machen, sehen wir dort. Denn wir fahren, moin, denn wir fahren komplett quer. Denn als wir im Sommer in Großdölln bei den Driving Events waren, da wurde mir versprochen, Matthias, du kommst als nächstes nach Schweden und da darfst du driften, bis der Arzt kommt. Genau das habe ich vor. Traudl ist leider nicht da, aber der Wolfgang ist da. Hi Matthias. Schön, dass wir uns endlich mal wieder sehen, Alter. Mega. Heute musst du mit mir vorlieb nehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Ersatz. Hör mal. Ich habe gerade über das Eis gesprochen. Die Gruppe kommt gerade rein. Ja. Die Jungs und Mädels grinsen alle breit über beide Ohren. Sie haben absolut den ganzen Morgen schon weggedriftet. Ja, quasi. Driftparadies. Mein, schau dir das an hier. Über 21 Kilometer Eistracks haben wir hier zur Verfügung. Wir müssen einmal hingucken, wie groß das ist. Ne? Also im Sommer kannst du dir vorstellen, fährst du hier schön mit dem Bötchen raus, ja, und machst irgendwie den Angler und keine Ahnung was. Und jetzt, wie dick ist das Eis? Wir haben gestern das gemessen, wir haben 68 cm mittlerweile. Okay, ich freue mich mega auf den Tag. Mach einmal bitte so den Schedule, was machen wir alles? Wir fangen jetzt an, elektrisch fahren. Fangen wir mal so ein bisschen an, mit dem Allrad zu driften, weil, ja, du weißt ja, der neue EQA 350, knapp 300 PS Allrad, kurzer Radstand, perfekt. Dann wechseln wir in die C-Klasse, gehen in den Kreisdrift, gehen dann auf den Tracks. Wir haben 6 verschiedene Tracks mit unterschiedlichen Anforderungen, Spitzkehren, schnelle Kurven, langsame Ecken sind drin. Okay, und ja, zum Abschluss, ja, Matthias, ja, habe ich noch ein komplettes Schmankerl für dich. Stichwort Schweden-Spikes, 7 mm lang. Wir haben ein historisches Auto mit dabei. Und ich habe noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Das schauen, okay, wir uns dann später, gut, an. Also, wir haben 21 Kilometer Tracks. Yes. Hier wieder rechts. Ja. Und hier siehst du schon, hier haben wir so Tore aufgebaut. Wow, ist das sensationell. Das gibt es ja nicht. Hier durch das Tor, da haben wir so eine Linkskurve. Kannst du links rum? Alter Schwede, ist das schön. Guckt euch das an. Hier kommt der Schnee an die Scheibe geflogen. Ich bin voll auf dem Gas, komplett quer mit dem EQA. Das hätte ich niemals gedacht, ohne Quatsch. Jetzt Slalom, oder was? Kannst du in Slalom rein, ja? Okay, ein bisschen langsamer müssen wir den nehmen. Ja, und hier merkst du jetzt den Lastwechsel. Alter, ist das genial. Und dann einfach aufs Gas und da drehen wir uns nicht. Jetzt habe ich mich zu. Nein, passt. Geht, 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 geht. Und da wieder durchs Tor, oder was? Ja, durchs Tor, durchs nächste Tor da unten. Und dann haben wir wieder Linkskurve. Ist das eine Sensation? Das gibt es ja gar nicht. Aber merkst du schon den Effekt beim Lastwechsel? Ne? Ja, das ist brutal. Ist sensationell. Also gerade in dem Slalom, ja, am Anfang muss ich echt dran gewöhnen, weil es so leicht geht. Wie ist denn das eigentlich so grundsätzlich, Wolfgang, vom Ablauf her? Ne? Die Teilnehmer kommen hier an, kommen geflogen. Ich meine, das sind oft Leute, einfach, die sehr viel arbeiten. Ja. Und ja, ihr Zeitmanagement einfach ist super wichtig. Ja. Wie macht ihr das hier? Wenn du auf den Eissee kommst, du landest hier, ja, und dann gibt es erstmal so ein bisschen so eine kleine Einführung, was haben wir für Autos da und so weiter? Oder wie, genau, wie es gibt eine ganz kurze Einweisung, weil unser Credo hier ist wirklich fahren, fahren, fahren. Das heißt, wir holen die Teilnehmer vom Flughafen ab, kümmern uns ums Gepäck, weil umso schneller kommen wir aus dem Flughafen wieder raus und fahren dann direkt mit dem Bus hierher zum See, da warten schon die Autos, dann gibt es eine kurze Einweisung und das, hast du gehört, das war das, das war das Geräusch. Und das macht dem nichts, dem, nee, Auto? Macht dem Auto nichts. Und dann geht es sofort mit Fahren los. Und wir haben mal ausgerechnet, bei so dem normalen Freitag-Montag-Kurs, den wir so haben, hast du über 20 Stunden wirklich Fahrzeit. Alter, und das, das ist gigantisch. So krass. Das ist wirklich viel. Was halt krass ist, dadurch, dass du das, also wir fahren jetzt, glaube ich, die 5. Runde oder sowas, ja, ne, gefühlt. Und das Ding ist, du fängst halt dann an, einfach am Anfang versuchst du nur hinzukriegen, zu driften. Ja. Dann hast du ein Gefühl dafür, wie das ist mit dem Driften. Und dann fängst du an, das Auto wirklich zu positionieren. Also quasi mit der vorderen linken Ecke genau an der Pylone vorbeizufahren, mit der rechten genau an der Pylone. Einfach das Fahren zu präzisieren. Genau. Und einfach zu gucken, dass du alles richtig machst. Ja. So, wollen wir mal andersrum fahren? Mach mal, drehen wir mal oder rum. Nee, warte mal. Ich würde gerne sehen, wie du es machst. Wie ich? Ich, ja, darf links fahren bei dir? Ja. Nein, absolute, ich einfach, Premiere. Ich bin ja auch zum Lernen hier. Okay. Und deswegen möchte ich natürlich gerne wissen, was der Chefinstruktor hier am Lenkrad sagt. Da sage ich gar nichts, habe ich da dagegen. Ja. Jo. Premiere. Ich bin total nervös. Ja, genau. Weißt du, ich bin, ja, genau. Schau, immer schön mit Lastwechsel, ist das cool. Oh, gerade so eben noch, ne? Das war nicht gerade so. Hallo? Ja, perfekt, perfekt getimt. Und das Schöne ist, echt, man muss das wirklich mal erlebt haben, weil dieses Gefühl,
wenn der Hintern weggeht, wenn das Auto einfach rutscht und du weißt, es kann nichts passieren, weil es ist genug Platz da. Ja. Und egal, ob du da in den Schnee reinfährst, in die Wehe oder ob du so eine Pylone weghämmerst, es kann nichts passieren. Also das hier ist wirklich gefahrloses Driften und es kann halt nichts passieren. Es kann absolut nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, und das kommt dann schon auch vor, man fährt wirklich mal irgendwo in so eine Snowbank rein. Ja. Und die sind so präpariert, dass das Fahrzeug eben da drin gleich zum Stecken kommt. Also man kommt nicht weiter. Ja. Und dann kommt die G-Klasse. Zwei Stück davon, die zieht einen wieder raus. Also, und habt ihr dann so ein Bonussystem, wo man weiß, okay, ja, der Mann ist irgendwie siebenmal hängen geblieben, ja, da gibt es irgendwie ein Sternchen oder sowas? Ja, genau. Es gibt, die haben ja alle so Namensschilder, unsere Gäste. Ja. Ja, die beiden G-Klasse-Fahrer, die haben so Lochzangen dabei. Das ist geil. Und dann kriegen sie immer gelocht, wenn sie einmal, genau, rausgezogen werden? Genau, da gibt es ein Loch im Namensschild. Ist das geil. Und es gibt dann natürlich auch noch einen ganz speziellen Preis für den, der die meisten Löcher drin hat. Rekord übrigens. 35 Löcher an einem Wochenende. Nicht dein Ernst. Total. So, was haben wir jetzt nächstes? Jetzt gehen wir in die C-Klasse. Jetzt gehen wir in die C-Klasse. Heck oder Allrad? Wir starten mit Allrad. Okay. Ähnlich jetzt wie mit dem EQA. Ne? Das ist ein ganz spezielles Fahren. Man muss also wenig gegenlenken, viel in die Kurve reinlenken. Ja. Aber es macht richtig Spaß. Das ist auch geil, dieses Reinlenken, weil, ja, du ziehst das Auto ja in die Kurve rein, genau, und denkst so, so, da will ich dich hinhaben. Hier, ja, fährst du jetzt hin. Ja. Und jetzt fährst du da hin. Das ist so, du zwingst dem Auto deinen Willen auf. Ja. Und das ist so geil, dass die Autos dann auch so machen. Ja. Das liebe ich auch am Allradfahren. Was hast du für mich vorbereitet? Also, du wirst jetzt gleich aussteigen, ja, und mich coachen. Ja, mich, ich schaue mir das annehmen, mal von außen an. Mir wahrscheinlich ins Mikro reinschreien, was ich alles falsch mache. Schauen wir mal. Ja. Also quasi kein Slalom, sondern immer durch die Tore durch. Dann ist ganz da vorne am Ausgang noch eines, siehst du das? Da hinten? Ja. Ja. Und jetzt wird es richtig spannend. Hier kommen wir richtig schnell an, ja, anbremsen, rechts anpendeln und links rum. Und darum? Und jetzt wollen wir da drüben in die Einfahrt wieder reintreffen. Okay. Alter Schwede. Das ist cool. Dann da, rechts oder links, ist egal. Ja. Und in die Mitte. Dann da durch das Tor. Durchs nächste Tor. Und das Rechtsabzweig. Rechtsabzweig, Rechtsabzweig, Rechtsabzweig. Durch das Tor. Kriegen wir noch. Kriegen wir. Das Sensation. Und da durch das Tor und links rum. Komm vor wie bei der Rallye hier, du. Du, jetzt glaube ich, muss ich aber mal aussteigen. Du lässt, ja, mich mal da unten, ja, raus. Ja, ja. Dann gucke ich mir mal so ein bisschen die Lenkradführung an, da unten, an der Doppel-Links. So, Matthias, jetzt bist du wieder auf der Gegengerade. Runter, jetzt kommt das schnellste Stück. Genau, und immer schön das Heck im Übersteuern halten. Jetzt genau, voll auf die Bremse, anbändeln nach rechts und rein. Und jetzt versuch mal so nah wie möglich ranzukommen an das innere Eck. Super cool. Und rausbeschleunigt. Sehr schön. Okay. Ich versuch's, Wolfgang. Das Schöne ist, es gibt nur die einseitige Kommunikation. Der Einzige, der was sagen darf, ist der Coach. Und der Lehrling hat zu arbeiten. Das ist so sensationell. Du kommst hier so in so einen Tunnel rein. Fängst an, wirklich jede Kurve noch ein bisschen besser, noch ein bisschen präziser, die Linie noch zu variieren. Und zu gucken, yo, das kann ich noch ein bisschen besser treffen. Blickführung ganz wichtig. Ihr seht das, ich gucke die ganze Zeit rechts, links zur Seitenscheibe raus. Daher kommt der Spruch, fährst du quer, siehst du mehr. Weil du siehst einfach hier links raus und dann siehst du da links, rechts raus. Oh, der war quer. Ah. Wichtig ist, genau, und jetzt umsetzen. Und jetzt guck, dass du genau den Punkt erwischt, wo du umsetzt. Zack, Lenkimpuls, jetzt. Und wieder aufs Gas. Jawohl. Und die Lenkung links halten, ganz wichtig. Super, und Lenkimpuls und umsetzen nach rechts. Ja, perfekt. Cool. Okay, Matthias, jetzt klappt es dann doch schon ganz gut. Bevor das komplett eskaliert hier, ne, nehme ich mal mit. Ich habe nämlich noch was, was wir machen werden. Ich will aber nicht raus. Aber genau so muss das aussehen. Ich will aber nicht raus.
Und was sagst du? Ich habe gerade mal das Navi angemacht, weil es so ein geiles Bild ist. Wir schwimmen. Wir schwimmen, genau. Wir schwimmen einfach alle, Mann. Aber jetzt habe ich noch eine Steigerung. Ja. Weil es geht quer. Ja. Es geht schnell. Ja. Es geht aber auch noch schneller. Aber das war schon sehr schnell. Das war da hinten über 100. Ja, es war ein bisschen über 100, aber es geht noch viel schneller. Lange Spikes? Lange Spikes. Und ich habe dir ja noch angekündigt, es kommt noch jemand, mit dem du gar nicht rechnest. Lass uns den mal abholen, oder? Okay, gut. Ich komme mit rein, du fährst. Wo ist er? Ich fahre. Oh, ich darf fahren. Sagte der, der seit einer halben Stunde im Kreis durchsitzt. Auf dem See geht's immer nur quer. Herrlich. So, Wolfgang. Wir haben einen neuen Track, sehe ich. Aha. Und jetzt wollte ich eine kleine Challenge mit dir machen. Okay. Und dafür habe ich dir den absoluten Endgegner mitgebracht. Schau mal, wer von da hinten kommt. Alter, was ist denn das? Was ist das bitte für ein Ofen? Ja. Was ist das? Erzähl mal bitte. 190, 2,3, 16 V. Oh, göttlich. Und hör mal, hör mal. Auf die Seite! Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ob ich Angst haben soll. Du weißt es ja ganz genauso, mir geht's auch so. Servus, Niki. Aber ja, ich habe schon gesehen, wie du da ein bisschen so durch die Gegend rutscht und schleiderst und so. Schick, schick, hör mal. Man macht ja alles, dass man endlich gescheite Klamotten noch hast. Also, erzähl mal bitte, was ist das für ein Ofen? Was hat da für ein Motor drin? Ein absolutes Schmankerl dabei. 190er, ja. 2,3 16V, mit aber einem zusätzlichen Turbolader. Mhm. Also richtig Feuer. Wie viel Leistung hat der? So 350 ungefähr. Aber guck dir mal das an. Schau dir mal das an. Ja, Spikes hast du schon erzählt. Achtung, ich drehe da um. Alter Schwede. Richtige Schweden-Spikes. 7 mm. Das 800 Stück pro Reifen. 800? Also doppelt so viel wie der? Ja, und auch fast doppelt so lang. Also richtig Traktion. Und wir haben hier natürlich auch ein richtiges Rennauto. Sequenzielles Getriebe, Überrollkäfig, Schalensitze. Genau, und jetzt kommt eben das, die Gäste dürfen ja immer dann mitfahren mit einem von uns beiden. Okay, also du hast das Rallye-Taxi. Genau, und du hast das Glück, du darfst mit mir 35 Runden mitfahren. Hast Bock? Nein, du hast gesagt, wir machen eine Challenge, also fahren wir es aus. Eine Challenge. Ich habe noch was mitgebracht, schau. Ich habe hier noch ganz speziell rote Farbe. Ah, Startlinie. Da ziehe ich euch jetzt eine Linie. Ja. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal zwei Runden auf Zeit und gucken mal, was du so gelernt hast. Wir haben ja viel gearbeitet. Ihr seid solche Säcke. Der fährt ständig das Renntaxi, fährt hier 500.000 Gäste um die Kurven rum und ich darf jetzt gegen dich antreten. Ja, Matthias, du kannst als Einziger alles. Du bist göttliche Matthias Maldi. Also ich bin ehrlich, Mann. Wenn es nicht er kann, wer kann es dann? So sehe ich das auch. Also, ihr seid zum zweiten Auto. Was für ein göttliches Bild, ey. Und ich ziehe die Linie und ihr macht los. Was du gesehen hast, die Reifen sind sehr hoch, wie so Ballonreifen. Ja. Durch das rutscht das Ganze dann doch. Sensation.
Ich muss dir natürlich eben zeigen, wo die Grenzen sind. Wir müssen es ja nicht. Also, absolute Sensation. Rallye-Auto, diese ewigen Spikes, du hast Traktion ohne Ende. Das ist unfassbar, wie gut die ist. Du fühlst dich wie in einem Allradauto, obwohl es ein Heckler ist. Ja, ja, so soll es so sein. Darf ich jetzt mal zwei Runden probieren? Genau. Und dann machen wir Rundenzeit. Soll ich da mitfahren oder nicht? Na, fahr doch nicht mit. Ja, das siehst du dann schon. Irgendwann drehen die Räder doch. Du merkst den Aufbau der Räder, die sind so hoch, bis der einlenkt und macht. Wow, alter Schwede! Jetzt fahrt er schon wieder in den Schneehaufen da, ja, super. Gar nichts macht mir. Alter, ist das eine Sensation! Also ganz ehrlich, ne? Der Tag heute ist einfach nur absolut perfektestens. So soll es ja sein. Ey, was das für eine Bandbreite ist. Du fährst erst im EQA, was schon sensationell viel Spaß gemacht hat. Dann mit der C-Klasse, Allrad und das hier jetzt on top. Ey, in der Nacht fahrt ihr das, ne? Genau. Und dann ist halt wirklich außen die Schneewende und du kommst da so an und da geht halt wirklich was. Du siehst es halt wirklich so wieder auf einer Rallye-Prüfung. Das ist einfach mega geil. Da kannst du was erleben, Mama. Jetzt kommt die Challenge. Genug eingefahren, sonst ist am Ende noch der ganze Tank leer. Jetzt geht's in die Rundenzeit. Ja. Wer soll zuerst? Niki. Gut, ich stopp. Du stoppst hier an der Linie? Ich stopp an der Linie. Okay. Wir fahren zwei Runden, fliegender Start, okay? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mitfahren will, aber dann kann ich ein bisschen ins Lenkrad greifen. Okay, Startlinie kommt. Jetzt aber. Und los geht's. Boah, krass! Ja, die hat er perfekt getroffen, leider. Lenkanschlag. Man muss eigentlich mal unser Gesicht anrühren. Die Blickrichtung ist immer... Ui! Schön! Und. 1,20, 25. Boah, Respekt. Das ist aber schon richtig schnell. Also ich denke, vom Spektakulären her war es okay. Es war aber sehr, sehr quer. Es war von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Genau, aber ja, ob es zeitlich so gut ist, weiß ich nicht. Ja, hoffen wir mal, dass weiterhin klappt für mich, weil sonst spielt den Job auch noch los. So, jetzt Matthias, jetzt gilt's. Und los geht's. Jawohl, in der richtigen Richtung. Ja, das war zu weit draußen. Das ist Wahnsinn, wie schnell man um diese Ecke fahren kann. Ja. Rein. 1,1950. Danke, Matthias. Das heißt gar nichts, wenn er lacht. Wir haben eine Null. Tja. Oh, Männer. Was sagst du, Niki? Oder nee, warte mal. Wolfgang, was sagst du? Was sah schneller aus? Also was schneller, hat sich besser angefühlt? Schneller ausziehen hatte Niki, ganz okay. Eindeutig. Okay. Was ist für dich? Schnell für aus. Dich dasselbe? Also ich war für meinen Teil eher vielleicht ein Tick zu quer. Und ich bin ein bisschen weniger quer gefahren, ja. Und das ist halt immer das, was immer so ein bisschen schwierig ist. Also das kriegst du halt aus dir auch nicht raus. Ne? Aber es ist, also ich bin sehr gespannt, wer wirklich schneller gewesen ist. Also ich sag mal so, der Niki ist jetzt seit fast 5 Jahren Instruktor bei uns. Mhm. Was machst du nächste Woche, Matthias? Ich bin Sag die Zeit raus. Sag die Zeit! Ich bin auch noch raus. 1,20, 25, Herr Schelle. Ja. 1,19, 50, Herr Malmedy. Yes! Niki,
Es ist halt, quer ist mehr. Eine Freude. Quer ist mehr Spaß, aber auch ein bisschen mehr Zeit, offensichtlich. Ja, absolut. Aber es geht ja darum, die Gäste wollen ja unterhalten werden. Ganz genau. Das ist es ja eben. Wolfgang, wir haben noch ein bisschen Sprit im Tank. Dürfen wir noch ein kleines Stündchen? Okay, ich gehe dann und schaue nicht so genau hin. Danke, ja, dir. Danke dir. Komm, Niki. Ich schaue mir das Ganze an, vielleicht lerne ich dann was. Danke fürs Zugucken. So, jetzt noch mal schön absaufen lassen. Alter, jetzt muss ich mich erstmal, ne? Erstmal dran gewöhnen hier. Habt ihr es aufgenommen? Ja, ja, ja. Es ist einiges zum Lenken hier. Starten, so wie ganz normal. Ja. Warte. Mercedes-Benz Taxi. Ja, genau. Ist das geil.